Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom 3 BFG Edition. Letztens waren wir ein bisschen Kranenspiel, haben wir Kranenspiele gemacht, sind hier hingekommen und jetzt geht's natürlich weiter. Was wir davor gemacht haben, seht ihr in einer anderen Folge. Oh, oh. Jetzt kriege ich Angst. Oh, oh. Alter! Alter! What the fuck, ey? Was ist das da? Da ging's ja richtig ab, ey. Aber zum Glück, dass ich nochmal gespeichert habe. Wir haben direkt eine kassiert. Das ist ja richtig übertrieben. Am besten. Wir hauen jetzt direkt ab hier. Wir bleiben am besten hier. Gottes Willen, nein. Ich glaube, hier ist ein guter Strategiepunkt. Oh Mann, ey. Können die Users rufen. Alter! What the fuck? What the fuck ist das denn? Da waren zwei von den Typen direkt da. Oh mein Gott. Wie heftig, ey. Übertreibt doch einfach mal. Schickt am besten 10 von denen hier hin. 10 Stück einfach nur. Jetzt tief in den Abgrund runter. Ach so, ja, verstehe, was hier abgegangen ist. Hier war eine Tea Party ohne mich hier, Freundchen. Gut, es scheint alles der gleiche Weg zu sein, also ist egal, wo wir hingehen. Kommt da, geht's jetzt noch weiter runter oder wie? Oh Mann. Zittern ein bisschen, ich weiß nicht. Oh nein. Oh Gottes Willen. Und so einfach ist der erledigt. Wir haben noch 27 Munition. Ich hoffe, wir brauchen die Munition. Wir können die noch gebrauchen, die Munition auf jeden Fall. Aber das war jetzt echt gruselig. Da stand dieser große Monster Dingsbums da rum. Und jetzt geht's ab in die Tiefen des Mars. Ich würde echt gerne mal wissen, wie tief wir jetzt ganz tief unter der Erde sind. Also unter der Marserde. Über den Marssand. Ich muss das sprengen, sonst war ich ja nicht rangekommen. Hab direkt nachgeladen. Und ich... Das ist wie ein Toter. Es sieht hier alles so... Also ich weiß nicht, das sieht alles nicht so... vertraut aus. Sieht eher so... Hier hört man irgendwie die ganze Zeit Stimmen. Oder irgendwelche Geräusche. Ich glaube eher, das kommt aus dem Boden raus. Ja. War eh klar, dass der kommt. Ja, Raketenwerfer geht natürlich auch. Ich wollte die Waffe nehmen, aber Problem ist eben, wir
können nicht genau schießen. Deswegen bleiben wir einfach bei der, weil die ist extrem gut. Aber von der Schießfrequenz. Wenn die einmal schießt, dann schießt die. Kannst direkt schon mal Lewohl sagen, mein Kleiner. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu holen? Außer dass hier irgendwelche Brandmarket-Zeichen sind. Nee. Hin auch nicht. Gut. Da ist noch ein Kollege. Da ist noch ein Kollege. Ich habe das genau gesehen, dass da noch so ein Loch war in der Mauer. Oh nein. Diese Plattformen erinnern mich an irgendein Spiel. Ich glaube, es ist Red Faction Armageddon. Genauso ist die Atmosphäre hier. Gottes Willen, nein. Ich brauche eine andere Waffe, und zwar die hier. Boah, den hat es voll weggeschleudert, habt ihr gesehen? Schade, dass es nur so begrenzte Munition hat, das Ganze. Nein! Geh hoch! Ja, ja. Gott, wie ungenau manchmal die Sachen hier sind. Ist alles... Ist überhaupt in einem Fass? Das ist mir jetzt erstmal egal. Wir müssen erstmal wieder eine gescheite Waffe auswählen. Hier die... Wisst ihr, warum ich immer so kurz hingehe? Weil ich immer Angst habe, dass mir einer ins Gesicht springt. Weil es echt nicht... Ah. Oh. BFG-Zellen. Heißt das, das Ding hat eine Maximal-Dingens? Ach nee. Doch, 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 hat... Es hat nur 35 Schuss. Ich finde das echt lächerlich. Nicht ernsthaft. Ernsthaft. Noch tiefer hinunter. Oh nee. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Wenn es jetzt abstürzt, dann bin ich echt enttäuscht. Okay. Also manchmal hat das Spiel ein bisschen Probleme mit dem Aufnahmeprogramm und dem Abspeichern. Und dann schmiert das öfters mal ab. Also nicht öfters, ab und zu mal. Ja. Höhle 2. Speichert jetzt eh schon. Was kommt jetzt? Ah, Höhlenbereich 2. Ist die wichtigste archäologisch gefundene. Dort gelagert. Also heißt es, wir sind jetzt eigentlich da, wo die Höhle 2 und 3 ist. Und das ist dann die letzte Höhle, weil mehr gibt es ja nicht. Dort unten muss irgendwo dann das Höllentor sein. Das andere. Von der anderen Seite her. Das sieht schon wieder nach Spinnen aus hier. Richtig viele Spinnen. Sobald ich hier vorbeilaufe, kommen die Spinnen raus. Alter! Ernst! What the fuck? Ernsthaft? Komm her, du Sau. Ab mit dir ins Jenseits. Du Sau. Irgendwie hat sich die Tonlage ein bisschen verändert. Psst, hört ihr die Tonlage? Die Geräuschkulisse ist anders geworden. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Nicht mehr so, sondern so ein leichtes Dröhnen. Mhm. Müssen wir wieder eine Karte finden, um weiterzukommen. Oh Gott, ey. Wo führt das denn nur hin? Ich hab keinen Bock mehr.
Ich habe keinen Bock mehr. Ich speichere jetzt ab. Habt ihr das gerade gehört? Dieses... Das hat mir schon direkt Angst gemacht. Mir machen immer unbekannte Sachen Angst in solchen Spielen. Also... Ich weiß ja nicht, was da ist. Deswegen will ich ja auf Nummer sicher gehen. Wähle direkt diese Waffe aus. Ach, scheiße, Mann. Gott, die Taschenlampe ist gleich aus. Müssen wir mal aufladen. So. Nehmen wir die Waffe. Das war sehr ungenau, aber... Und wir können wieder. Ja, jetzt kommen wir dieses Ölgedröhne. Ah ja, wahrscheinlich finden wir bald noch so einen Spitzhacke. Kann man den nicht mitnehmen? Ah, guck mal, wie heißt das? Der Presslufthammer ist hier. Das ist ja cool. Ach, da haben die hier richtig mit Spitzhacken. Ach, guck mal, das ist doch so ein Tempel wie in der Hölle. Heißt das die Hölle? Warte mal, jetzt habe ich so eine kleine Vermutung. Es kann ja sein, dass die ganzen Höllenportale in den Erdkern, also in den Marskern, also Erdkern, also Magmakern vom Mars, dass das die Hölle ist. Das kann gut möglich sein. Das erinnert mich ein bisschen an Dead Space, so. Aber nur ein bisschen. Wir gucken uns mal die ganze archäologische Ausgrabung genau an. Das ist ein doofes Gefühl, sobald ich hier die Sachen nehme. Schlüssel zum Lagerraum 11. Was genau ist das? Original von Dead Space. Nicht einschalten. Ach du, nein. Ach du Scheiße. Nein. Lasst mich in Ruhe. Komm zu Papa. Da ist der Papa. Komm. Komm doch zu Papa. Papa hat da was Leckeres für euch. Guck mal. Und weg mit dir. Oh. Habt ihr etwa keine Chance gegen mich? So, natürlich wäre die Waffe. Warte, die hier. Die Taschenlampe geht aber verdammt schnell immer aus. Für das. Ach so. Ist so verdammt dunkel. Ach, wir können uns das hier mal angucken. Alter. Das ist der archäologische Tempel. Um Gottes Willen, was ist das? Oh Gott. Was? Nein. Nicht schon wieder quer durch den Ding hier gejagt werden. Das sieht aus wie von Dragon Ball, so die Flugkapseln, so ein klein wenig. Hat was von Dragon Ball. Aber was zur Hölle ist das? Video wird heruntergeladen.